Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu diesem Jurassic World Evolution 2 Video, in dem wir uns mal anschauen, was heute alles durch das neue kostenlose Update in das Spiel gekommen ist. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem Punkt an, wo auch schon neu dran steht, nämlich dem Sandkastenmodus. Dort gibt es jetzt 5 neue Maps zur Auswahl. Das sind die 5 Karten aus der Kampagne, die auch richtig, richtig schön sind. Wir nehmen jetzt mal Kalifornien. Und hier hat man dann auch weitere Auswahlmöglichkeiten. Da kann man dann erstmal die Gebäude auswählen. Entweder man kann alle haben. Die aus Jurassic World, das war schon vorher drin. Jurassic Park war auch vorher drin. Aber jetzt ist neu hinzugekommen die Naturschutzbehörde. Die gab es vorher nämlich im Sandkastenmodus noch gar nicht. Bei dem nächsten Punkt bin ich mir gar nicht sicher hier mit diesen Gästen, die man auswählen kann. Ich meine, da sind auch neue hinzugekommen, neue Auswahlmöglichkeiten. Ich glaube, vorher gab es halt nur Jurassic World und Jurassic Park. Und mittlerweile gibt es auch das hier vielleicht noch. Protection Group. Naturschutzbehörde-Agenten. Wahrscheinlich, ne? Habe ich halt echt noch gar nicht so drauf geachtet. Aber ich glaube, da sind auch neue Auswahlmöglichkeiten hinzugekommen. Und man kann hier unten jetzt auch noch einiges einstellen. Nämlich so die Voreinstellung, die man dann auch nochmal in den Settings in-game auch umstellen kann. Das Temperament der Saurier und so, das kann man alles im Nachhinein auch noch umstellen. Aber man kann jetzt hier zum Beispiel bei Benutzer definiert auch das Terrain einstellen zum Beispiel. Dass das Ganze abgeflacht ist und dort keine Bäume und sowas sind. Das werden wir jetzt uns auch gleich mal angucken. Also dass hier alles komplett begradigt ist und man direkt loslegen kann, in einem leeren Park zu bauen. Finde ich ziemlich cool. Und man kann sogar hier die Farbkorrekturen einstellen. Die schauen wir uns gleich auch mal in-game alle an. Da gibt es 4 verschiedene. Synthese, Fehlschlag. Ja, das sind hier alles Optionen, die gab es, glaube ich, vorher schon. Die Wetterstufe und den Synthese-Fehlschlag. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal nach Kalifornien und gucken uns das Ganze in-game an. Und da sind wir im Yosemite Valley Park. Und zwar ohne Bäume und alles schön gerade. Das ist echt praktisch, dass man das jetzt auswählen kann. Oh, da will man gleich anfangen zu bauen. Auf dieser coolen Map. Mit diesen Bergen im Hintergrund. Ja, die Kampagnen-Maps sind allgemein mega cool. Ich frage mich ja, wie das mit diesem Wildlife-Gebiet ist. Ob man das auch bebauen kann. Ich glaube schon. Ich glaube, hier oben war alles Wildlife-Gebiet in der Kampagne. Also die scheint relativ groß zu sein, die Karte. Sehr cool. Also ein bisschen Höhenunterschiede sind hier sogar drin. Finde ich aber nicht schlimm. Ansonsten ist das alles relativ gerade. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt auch mal kurz nochmal hier die Option an, weil hier sind auch noch einige neue Sachen hinzugekommen. Unter anderem hier die Farbkorrektur. Können wir einmal durchgehen. Das hier ist JW Master. Das hier ist JW Tiger. Das hier ist Alpin und das hier ist Jurassic Park. Also ihr habt ja gesehen, da ändert sich alles so ein bisschen vom Aussehen. Ziemlich cool, dass man das machen kann. Da kann man die Karte so ein bisschen noch optisch anpassen, wie man es gerne hätte. Ich glaube, hier sind aber auch allgemein noch ein paar neue Punkte hinzugekommen. Ich weiß aber jetzt nicht ganz genau, welche schon vorhanden waren und welche nicht. Ich weiß aber, dass zum Beispiel diese Dinosaurier-Kampfhäufigkeit vorher nicht drin war. Das ist zum Beispiel ein neuer Punkt. Also hier wurde auch einiges noch ein bisschen überarbeitet. Das hier sind übrigens alle neuen Gebäude von dem Naturschutzbehörden-Gebäudestil. Den kann man jetzt ja auch im Sandkastenmodus verwenden. Alle so in diesem dunkelgrünen Design. Und die sehen auch komplett anders aus von der Form. Finde ich echt interessant. Das hier sind jetzt gerade alles die Industriegebäude, die jetzt im Vordergrund sind. Ich weiß gar nicht, welches ist, aber das ist ja auch nicht so wichtig. Ist aber cool, dass man das machen kann. Die sehen halt wirklich komplett anders aus als die Gebäude von der Jurassic World Ära zum Beispiel. Oh, hier sind auch neue Truck Skins. Die hatte ich, glaube ich, vorher auch so noch gar nicht, oder? Ich glaube, den hatte ich im Sandkastenmodus auch nicht freigeschaltet. Diesen Naturschutzbehörden-Truck. Eigentlich auch der Helikopter. Ja, die sieht auch anders aus. Richtig cool, die Gebäude. Finde ich echt nice, dass man das jetzt endlich verwenden kann im Sandkastenmodus. Ist auch wirklich alles angepasst worden. Sogar die Zäune sehen anders aus. Da hat man dann auch dieses
Logo drauf. Die Tore sehen auch ein bisschen anders aus von der Farbe. Dann hat man hier auch einen anderen Turm. Das hier ist ein Schutzbunker. Und ich glaube, das hier sind sogar Hotels. Genau, kleines Hotel. Großes Hotel. Selbst da hat man dann solche kleinen Zelte oder sowas. Sind das fast? Doch, das sind Zelte. Wo dann die Leute unterkommen. Was ist das hier? Oh, das ist eine Toilette. Oha. Hier ist echt alles angepasst worden. Das ist krass. Das hier sind die Kraftwerke. Sehen auch anders aus. Hier ist auch viel mit so Zuganhängern und Wagen und so gearbeitet worden. Ein bisschen provisorisch. Das finde ich ganz cool. Dass wenn das halt nur für kurze Zeit hier aufgebaut wurde. Selbst die Hatchery sieht anders aus. Die ist auch komplett anders von der Form so. Die ist eher so in die Breite anstatt in die Länge. Finde ich super interessant. Seht ihr das nochmal? Dann haben wir hier das Aviarium. Das sieht auch anders aus. Hat auch das Dunkelgrün mit drin. Und ja, kein Glas, sondern eher Käfig. Ah krass, selbst das Ding hier sieht anders aus. Hier ist auch der dunkelgrüne Streifen. Und das sieht auch hier von der vom Material her anders aus. Dann sieht wahrscheinlich auch die Hatchery ein bisschen anders aus. Ja, die wurde auch angepasst. Die Lagune hat sich auch geändert. Da sieht hier der Rand komplett anders aus, anderes Material. Und man hat hier so ein bisschen gelbe Akzente mit drin. Und auch das Logo wieder. Oh, die gelben Akzente sind sogar hier bei dem Highfeeder. Hier unten. Hier ist auch ganz anderes Material verwendet worden. Oh, das ist voll cool. Der Gebäudestil gefällt mir. Ja, die Hatchery sieht auch anders aus. Und auch die Beobachtungsgalerie. Kann man die noch hoch und runter fahren? Ja, kann man. Sieht aber auch hier unten ein bisschen anders aus. Das war der Gebäudestil von dieser Naturschutzbehörde. Übrigens bin ich hier gerade wieder auf einer neuen Sandbox-Map. Aus der Kampagne. Und auch diese ist echt riesig. Und dann wurden jetzt auch alle Gebäude aus der Jurassic Park Ära für den Sandkastenmodus freigeschaltet. Da habe ich jetzt einfach mal beispielhaft so ein paar platziert. Auch die ganzen Zäune. Das sind hier sogar die aus dem Film. Diese beiden kennt man. Ja, da war ich mir aber jetzt zum Beispiel nicht sicher, welche Gebäude es schon vorher gab im Sandkastenmodus, welche nicht. Weil die waren nur so teils drin. Aber mittlerweile kann man sie alle verwenden. Auch die Aviarien sehen jetzt anders aus in der Jurassic Park Ära. Oh, das sieht ja komplett anders hier aus. Oh, das ist bestimmt auch die Ansicht anders. Ah, tatsächlich. Cool. Und sogar die Lagunen sehen in der Jurassic Park Ära komplett anders aus. Haben auch wieder ein anderes Material. Das ist übrigens der Standard-Highfeeder im Jurassic World Design. Und das hier im Jurassic Park Design. Dann seht ihr da mal den Unterschied. Hier ist halt eher so heller Beton verwendet worden. Ah, das ist schon sehr cool. Oh, hier sind sogar Fackeln dran. Nice. Ich finde das so cool mit diesen ganzen Gebäuden. Selbst die Beobachtungsgalerie sieht anders aus. Auch toller Stil. Hier auch wieder mit den Fackeln. Mega gut. Kommen wir da auch mal runter. Oh, cool. Sieht auch hier unten wieder anders aus. Hier haben wir dann auch nochmal die Kraftwerke im Jurassic Park Design. Aber wie gesagt, ich habe jetzt hier nicht jedes Gebäude platziert. Ich habe jetzt nur so beispielhaft die rausgesucht, wo ich dachte, die hatten wir vorher nicht. Aber man sieht ganz gut, in welche Richtung dann dieser Stil geht. Man kann übrigens, wenn man am Anfang auswählt, dass man alle haben möchte, hier oben auch dann noch filtern. Das ist ziemlich praktisch. Aber wenn man hier auf alles ist, hat man schon mega viel Auswahl. Das ist ganz cool, dass man hier durchschalten kann. Da hat man halt jetzt Jurassic World, Jurassic Park und dann diese Naturschutzbehörde.
Flugsaurier können jetzt übrigens auch auf Felsen landen. Kann man hier gerade echt gut sehen. Sitzen hier überall schön auf den Felsen drauf. Und das funktioniert auch echt gut. Egal wie man die rotiert. Das schon ordentlich durchgetestet. Finde ich mega cool, dass das jetzt klappt. Die landen übrigens auch bevorzugt da drauf. Sieht so cool aus. Vorher sind die ja alle immer hier auf diesem Ding gelandet. Dieser Beobachtungsgalerie. Die ganze Zeit. Aber jetzt gehen die halt, wie gesagt, eher auf die Felsen. Dann kann man die natürlich auch praktisch platzieren, wenn man die dann zum Beispiel hier vor oder sowas macht. Damit die Besucher die Flugsaurier dann gut beobachten können. Welchen Felsen man da nimmt oder wie man den rotiert, das ist eigentlich ganz egal. Also das klappt eigentlich immer ganz gut. Ich habe da jetzt noch nichts irgendwie festgestellt, was richtig doof aussieht. Setzen sich eigentlich immer cool oben auf dem Felsen drauf. Egal wie er halt gedreht ist, weil man kann ja wirklich variieren, wie man möchte, was die Drehung angeht. Und zu guter Letzt haben wir noch ein paar Balance-Patches, was den Chaos-Theorie-Modus angeht. Der war ja an der einen oder anderen Stelle, ja, ein bisschen, hat sich nicht schön angefühlt, den zu spielen, sag ich mal. Ich glaube, Jurassic World war das, was ich zum Beispiel auch selber gar nicht abgeschlossen habe. Ich habe mir ja so ein 100% Safe-Game dann geholt. Ja, war halt nicht so gut gemacht. Das wurde ein bisschen verbessert. Also die Stürme kommen nicht mehr so häufig, die Dinosaurier verletzen sich nicht mehr so häufig. Und das Ganze sollte sich jetzt als Spieler angenehmer spielen. Zu guter Letzt wurden auch noch einige Dominanz-Stats von den Dinosauriern angepasst. Und es wurde auch angepasst, dass sich die Dinosaurier untereinander nicht mehr so oft bekämpfen und dann auch nicht mehr so oft verletzen. Das war teilweise auch ein bisschen unangenehm als Spieler. Und es wurden auch endlich diese Rudel, die im Pack hatten, zum Beispiel die Raptoren, wurden ein bisschen genervt, weil die waren ja auch viel zu stark. Haben wir jetzt hier, glaube ich, auch schon ganz gut gesehen. Das Spiel nur hat easy 2 von denen getötet, was meines Erachtens auch realistischer ist. Weil davor war es halt irgendwie gefühlt so, dass in 90% der Fälle die Raptoren gewonnen haben. Und das ist jetzt hier direkt der erste Versuch und der Spino gewinnt. Also scheint alles zu funktionieren. Und ja, Leute, ich glaube, das waren jetzt erstmal alle Änderungen, die durch das kostenlose Update von heute in das Spiel gekommen sind. Ich persönlich finde das Update richtig cool. Da sind viele coole neue Dinge dabei. Und ich hoffe, dieses Video hat euch gut informiert. Falls ja, lasst ein Däumchen da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.